Hi, willkommen zu unserer Schmellentainswoche, zu einem weiteren Talk, unserer Gegenveranstaltung zum Valentinstag, wo klassischerweise viel Druck entsteht zur romantischen Zweierbeziehung und bestimmten gesellschaftlichen Normen zu entsprechen. Wir wollen das Ganze aufbrechen. Unterstützt wird das Ganze von Iroha. Iroha ist eine Toy-Marke, die ganz besonders schöne Toys herstellt, die wahnsinnig weich sind. Also bestimmt das weicheste medizinische Silikon, was man auf Toys findet. Und ganz abgesehen davon auch mit wundervollen Designs punkten. Ich darf heute mit Jasko Fide sprechen und lade den mal ein. Hi, Jasko. Hi Gisa. Na? Na, Schön, dich zu sehen. genau, unser Talk ist heute zum Thema Masturbation. Ein Klassiker, etwas, was man wundervoll alleine machen kann, an jedem Tag, aber natürlich auch am Valentinstag. Genau, Jasko ist Indie- und Queer-Performer in Berlin seit 2015, wenn ich das richtig recherchiert habe. Genau. Genau, und genau. Dich darf ich heute in Berlin. Cool, dass du da bist. Danke. Ich freue mich. Schön, dich zu sehen, echt. Ja, lange nicht gesehen. Na. Und genau. Es gibt ja wundervolle Aufnahmen davon, wie du es dir vor der Kamera selbst machst. Das stimmt. Aber das war ja nicht immer so. Nein. Was waren denn so deine Anfänge mit Masturbation? Oh Gott. Also meine Anfänge. Ich habe tatsächlich super früh angefangen zu masturbieren. Ich weiß gar nicht, wie jung ich war, aber ich denke, das war so bestimmt mit 4. Also aus sehr peinlichen Erzählungen mit meinen Eltern weiß ich, dass ich das sehr, sehr früh begonnen habe und auch schamlos vor allen Freunden meiner Eltern. Also das war, glaube ich, das hat einfach früh gestartet. Klingt gut. Ja. Und war das dann ein sanftes Hineingleiten oder gab es auch Dinge, wo du dich erinnerst, ah, damit musst du dich auseinandersetzen, das war vielleicht doch ein bisschen schwierig? Also ich glaube, wenn ich so zurückdenke, was schwierig war, ist, dass ich das glaube ich, nicht so gut ankam. Ich glaube, meine Familie fand das, vor allem so Großeltern fanden das nicht so cool, weil ich habe wirklich, naja, es war, sagen wir mal, sehr offensichtlich, dass ich daran Spaß hatte und das fand meine Familie nicht so ganz so cool. Deshalb rückblickend glaube ich, dass ich als Kind schon wusste, dass ich irgendwas mache, was vielleicht jetzt nicht so gewünscht ist oder so gut ist. Irgendwie, ich weiß, Ja. ja. Ich erinnere mich aber, Klingt so. dass ich nicht gekommen bin. Also ich habe ganz früh angefangen zu masturbieren, aber ich bin nie gekommen. Und ich wusste, dass mein Körper auf irgendwas hinarbeitet, aber dass es keine Erlösung gibt oder sowas. Das kam definitiv erst später und nicht mit so einem, in so einem jungen Alter. Wie viel später kam das? Boah, gute Frage. Ich weiß es echt nicht. Ich denke so vielleicht im jungen Teenie-Alter oder so. Ja. Ja. Das heißt, Und ja, meinst als du die Kind. Scham, die sich so, hat das sich so eine Scham drauf gelegt hat, dadurch die Reaktion deiner Familie, oder wo konntest du dich davon irgendwann befreien? Also ich habe es ja trotzdem gemacht, aber ich wusste, dass das nicht so gut ist. Deshalb kam das schon auch mit Scham und ich habe es ja heimlich gemacht. Also das irgendwie schon. Ja. 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 Was würdest du deinem jüngeren Ich raten, wenn es jetzt um mit all deinem Wissen jetzt, wenn es um Masturbation geht? Gibt es irgendwas, was du dir raten würdest, einen Tipp oder so einen Ratschlag? Also ich glaube, ich würde sagen, dass es definitiv okay ist und war, das zu machen und irgendwas zu erforschen, den Körper zu erforschen. Ich glaube, ja, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja. Das wird, was ich mir raten würde, rückblickend. Ja. Ja, schon. Irgendwie. Was kam zu deiner Masturbationspraxis? Das ist auch ein tolles Wort, Masturbationspraxis. Ja. Was kam für dich als erstes dazu? Kannst du dich noch erinnern, ob Toys dazu kam als erstes oder Pornos? Oh Gott, ich glaube.
erstmal Fantasien. Und dann Pornos oder pornografische Bilder. Und dann kam irgendwann auch ein Toy. Relativ, also Ja. früh. Ja. So schon als Teenager kamen dann schon Toys Ja, dazu. ich hatte ein Toy. Ich hatte ein ganz tolles Toy, ja. Und Ein zwar, ganz tolles das möchte ich Toll. dir verraten. Gerne, ich bin. Ich hatte von Fun Factory, kennst du, ich weiß nicht, wie der heißt, ich glaube Digger oder sowas, das war dieser Maulwurf. Das ist ein super altes Modell, den gibt es auch nicht mehr, glaube ich. Genau, die hatten früher Das ist noch so ein. so einen ganz genauen Delfin und auch noch ne, diesen, die hatten früher noch so. So einen super peinlichen Maulwurf. Ja, das war Aber die mein erstes Form, Toy. Was soll ich? mein erstes Toy war tatsächlich auch ein Fun Factory. Ja. Und zwar eins von den Stronics durch Zufall. Echt, ja? Ja. Okay. Nicht schlecht. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, das kam irgendwann hinzu. Aber ich, also, um auf deine Frage nochmal, ich glaube, das waren visuelle Reize. Visuelle Reize. Und Obwohl ich es auch nicht gut kannst du finde. jetzt? Ich wollte noch, glaube ich, hinzufügen, als ich pornografische Bilder gesehen habe in dem Alter, fand ich es nicht so gut. Das hat mich sehr aufgewühlt. Und das war jetzt nicht so wie mein erstes Toy, sehr positiv besetzt, sondern eher, Verzeihung, so ein bisschen ambivalent, falls das Sinn macht. Und wann hat sich das so geändert? Also wie hat sich das geändert? Warst du dann auf Festivals und hast dann andere Sachen gesehen oder bist du dann trotzdem dabei geblieben, auch wenn es eigentlich nicht so geil war? Meinst du jetzt mit dem Toy oder mit den Bildern? Mit den Also, Bildern. oh. Nee, ich habe dann irgendwann, ich glaube im Teenageralter schon auch Pornos geguckt. Da war ich noch nicht auf Festivals oder so. Das war ja viel früher. Das war schon noch im Teenageralter. Und ich habe es dann trotzdem angeguckt, weil ich ja trotzdem eine körperliche gute Reaktion hatte. Ja. Ja. Aber das war nicht so eine integrierte, also es war nicht so in meine Praxis integriert. Ja. Naja, also Pornos und Masturbation sind für Cis-Leute noch ein bisschen selbstverständlicher und viele Queers und NBs und Transmenschen haben da nicht sofort so einen Zugang zu. Oder der Zugang ist vielleicht ein bisschen ambivalenter, Ja. so wegen Repräsentation. Fällt dir dazu was ein? Wann hat sich das denn geändert oder wann meinst du? Ja. Also erstmal natürlich ja total verständlich, wenn man jetzt so über den Mainstream-Porno spricht. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, was denkst du dazu? Also es hat natürlich was mit der Verfügbarkeit und Repräsentation zu tun. Deshalb machen wir das ja hier. Ob sich da was ändert? Ja. Ist sehr komplex. Wie würdest du das denn beurteilen? Ich meine, du sitzt ja an der Quelle und ihr habt ja auch Pornos im Verkauf. Was siehst du denn da, so was gekauft wird? Weil ich glaube auch, dass das nicht so, dass man nicht unbedingt nur sagen kann, dass queere Menschen nur queeren Porno gucken. Also ich kann das jetzt dann natürlich nur von mir beurteilen als queere Person und aus meinem Umkreis, aber ich weiß auch, dass da Mainstream-Bilder konsumiert werden, was ja auch schön ist. Das kann ja auch. Ja. Aber ich weiß nicht, was würdest du sagen, um dir mal den Ball zurückzuschmeißen? Also ich glaube, dass es natürlich wesentlich besser wird mit den Jahren, also dass sich eine Szene entwickelt. Ich glaube, dass es schwierig ist, den Zugang zu finden, wenn man vielleicht nicht in Berlin ist, vielleicht nicht auf Festivals unterwegs ist und vielleicht noch nicht die Möglichkeiten hat, eine Plattform sich zu buchen im Internet, dass man sich das kauft. Aber durch die Internetplattform ist es schon breiter geworden. Und wenn man durch Geld Zugang dazu hat, dass man vielleicht die Möglichkeit hat, nochmal einen eigenen Geschmack zu entwickeln, indem man viele verschiedene Sachen anschaut. So. Indem man viele verschiedene Sachen anschaut, dass man mehr Chancen hat jetzt. Und dass es einfach Sachen gibt, die ja, inspirierend sind und berührend sind und einfach ganz anders sind als dem ich in der Schule begegnet bin. Ja, auf jeden Fall, definitiv, natürlich.
So, kannst du Pornos noch genießen oder siehst du jetzt immer nur technische Details, Blickwinkel, Regisseure? Kannst du dich davon freimachen, wenn du Sachen heute anschaust? Ja, kann ich schon. Also es kommt immer so ein Ja? bisschen auf den Kontext an. Ja, so auf Festivals liebe ich es, viel zu gucken, wenn ich die Möglichkeit habe. Das ist total inspirierend und ich gucke da, also ich genieße es, aber ja, vielleicht kommt das immer so ein bisschen mit, dass man über, weiß ich nicht, Kameraführung oder sowas dann auch nachdenkt und jetzt nicht nur sich auf die Bilder einlässt. Aber nein, ich glaube, ich gucke nach wie vor auch irgendwie gerne Pornos. So im Privaten Ja. gar nicht so häufig. Das beschränkt sich dann natürlich auf professionelle Recherche und auf Festivals genieße ich sehr. Klingt gut. Ja. Und du? tatsächlich eher Fantasien, eher Mhm. Fantasien. Aber ich gucke mir halt gerne auf Festivals Sachen an und natürlich viel auch Recherche Natürlich, zu ja. Ja, ist wichtig. verschiedensten Themen. Ja. Aber ab und zu erwischt mich eins und dann schaue ich mir das dann auch zu Hause an und freue mich. Ja, und denke so, ja, 2022. und bin auch sehr dankbar dafür, weil das nicht selbstverständlich ist. Ja, das stimmt. Das, was du eben meintest, was man so, was einem so für Möglichkeiten geboten werden, die Dinge auch anzugucken oder so, das ist nicht so selbstverständlich und für viele nicht so, ja. Was heißt das? Accessible. Genau. Es gibt ja viele, viele, viele Gründe zu masturbieren. Stressabbau, Entspannung, Einschlafhilfe, Langeweile, Ja. Druck. Was sind so das Gefühl von Selbstliebe, sich selbst erfahren und erkunden? Was sind so deine Top 3 Gründe zu masturbieren? Also ich würde sagen, Top 1 Grund ist natürlich immer, wenn ich Zeit habe und irgendwas selber an mir entdecken kann, was aber meistens nicht der Top 1 Grund ist. Ich glaube, das ist meistens eher sowas wie Geilheit. Crushes, Entspannung. Entspannung, glaube ich. Und also Einschlafhilfe funktioniert bei mir überhaupt gar nicht. Irgendwie das macht mein Körper zu wach. Ich glaube, ich könnte das eher so als, oder ich nutze das oft so wie so ein Wecker, um meinen Körper erst so für den Tag vorzubereiten. Wow. Also das ist bei mir tatsächlich genau entgegengesetzt. Ja, Ja, ich kann also das nicht. morgens danach bin ich unkonzentriert und fahrig und möchte nur in den Tag hineinträumen und abends bringt mich das dann gut zum Einschlafen. Echt? Das finde ich Ja. faszinierend. Ich glaube, ich bin einfach zu, also ich bin dann zu, ich will dann mehr. Und dann ist mein Körper so, mach doch nochmal. Und dann kann ich nicht schlafen. Also je nachdem, wo ich im Zyklus bin, manchmal ist es dann auch, also es ist dann so ein, also so ein Drittel, würde ich sagen, dass es mich dann auch wieder dann, dass es mich nicht zum Einschlafen bringt und ich Ja. denke, okay. Ja, genau. Ist ja auch Und eine dann nach schöne der Kur. Selbsterkenntnis. Sorry, Entschuldigung. Ich sagte gerade, ist ja auch eine schöne Selbsterkenntnis, wenn man das weiß über seinen Körper. Genau, und dann muss ich dann doch zur Treukiste greifen und Ups. schauen, ob die was Vernünftiges hergibt für den Moment. Ja, bestimmt. Ich hoffe doch. Genau, das war Top 1 Grund bei dir, war jetzt, ach so, genau, ja. So geil. Selbsterfahrung. Ja, geil. Also im besten Fall, so theoretisch ist das ja der Top-1-Grund, dass man Masturbation nutzen kann, um sich kennenzulernen. Aber das ist jetzt nicht, also es ist mein theoretischer Top-1. Theoretischer Top Mein 1. theoretischer Top-1, aber eigentlich ist es ein Geilheit. Vor allen Dingen, ich meine, hallo, wir sind ja alle eingeschlossen zu Hause und das ist natürlich dann also das erste Mittel, was man so nutzen könnte, wenn man will. Und Stress, also bei, genau, bei mir ist es vielleicht auch noch Stressabbau. Ganz viel, dass ich sage, oh, okay, ich bin jetzt so gestresst. Das ist auch wichtig. Und genau, und ich möchte meinem Gehirn so einen fröhlichen Reboot geben. Ja.
und komplett aus der Situation aussteigen. Und das funktioniert. Nehme ich auf in meine Top-Runde. Ja, hast du sonst noch so Lieblingsprops, so Sachen, die du gerne benutzt? Das müssen nicht Toys sein. Das ist ja, Toys sind eine Sache, Toys sind toll, aber es gibt ja auch alles Mögliche. Das stimmt. Also ich mag Toys, aber also ich generell mag ich es, Sachen neu zu entdecken an Toys, weil wie wir alle wissen, wenn man deinen Hintergrund anguckt, dann weiß man, es gibt so viele tolle Toys, die man ausprobieren kann. Das finde ich spannend, aber ich glaube, ich bin dann doch relativ festgefahren auf das, was ich nutze, weil es einfach sehr gut funktioniert und ich weiß, was ich mag. Und deshalb ist mein Top 1 natürlich Magic Wand und Doxy, ja. Ist so. Der Und Doxy Dyecraft ist das Original. Das, ja. Und ist okay. es die Stärke oder sind es die Rhythmen? Die Stärke. Die Stärke, ja. Aber wirklich, ich benutze ihn auch teilweise wirklich als Massagegerät für meinen verkrampften Nacken. Und deshalb, also, das ist ein super vielseitiges Gerät. Also Kann man ich dir kann mal damit. einmal in die Kamera sagen, dass alle Zuschauenden einmal bei Other Nature vorbeischauen sollten? Das stimmt. Also man Ja. kann sich hier selbst damit massieren, Ja. tatsächlich im Laden, am Nacken und am Hals. Ja. Genau. Also Hilft wahnsinnig gut gegen Verkrampfung. eben. Das ist ein wirklich, also das sollte man eigentlich zu Hause haben, so ein Ding. Aber na gut, also das mag ich total gerne. Und ich liebe, also ich mag Dildos, ich mag, soll ich eigentlich so Werbung machen? Soll ich die Namen nennen, explizit? Wichsen-Dildos. Jetzt habe ich es schon gesagt. Ja, tut mir leid, da war ich wohl zu Wichsen. langsam. Also ich denke, solange wir viele verschiedene Marken sagen und uns so nicht auf eins festbeißen, ist es völlig okay. Und was genau ist es, was dich an den Toys so, was du so genießt an den Toys? Die fühlen sich Ist gut es die an. Konsistenz? Bitte? Ist es die Konsistenz? Ja. Also bei den Ja. Dildos mag ich mag so realistische Sachen und ich mag, dass die ein bisschen squishy sind und das fühlt sich einfach gut an. Ja. Ja. Und würdest du sagen, dass du Marken hast, wo du einfach schöne Erfahrungen gesammelt hast und deswegen bei denen geblieben bist? Oder bist du auch offen so für auch neue Sachen oder also komplett Neues? Also es gibt manchmal Sachen, da hat man so schöne Erfahrungen mitgesammelt, es wird immer einem immer bleiben und da ist man nicht so offen für andere Sachen. Das ist so wie, wenn ich Pizza essen gehe, also ich bestelle halt meistens auch immer die gleiche Pizza. Nee, nein, ich bin schon offen, ja, auf jeden Fall. Doch, ich bin neugierig und man kann ja super viel entdecken. Ja. Das ist spannend und das ist gut. Und es ist, ja, weiß ich nicht, ich mag das. Ich mag die Überraschung. Ja. Und du? Also ich habe natürlich meine Tollkiste mit meinen Favorite Klassikern, kreuz und quer. Ich finde immer alles sehr spannend, natürlich nicht nur aus beruflichem Kontext, sondern auch von mir als Person alles, was wirklich versucht, etwas Neues zu machen, was eine neue Textur versucht herzustellen, was eine neue Art von Berührung versucht. Und das waren natürlich damals die Luftdruckvibratoren, das war eine ganz große Welle, aber auch die Laura DiCarlo Toys, die wirklich versuchen, eine neue Technologie Erklär mal. herzustellen. Was? Die Laura DiCarlo Toys, das ist so eine feministische Firma, die versuchen halt, das kann ich sogar gleich zeigen. Die haben selbst wärmende Silikontoys, Cool. die, ne, die haben Toys, die den G-Punkt massieren mit einer Kugel, die hin und her gleitet. Ja, okay. Aber nicht nur das, sondern tatsächlich auch, wir haben ja auch Gleitgel mit Aromen und Pfefferminz. Aber ich bin da auch ein großer Fan davon, ganz fernab von all diesen fancy Sachen, auch immer wieder, wenn man so einen Augenblick von Inspiration hat, durch den Haushalt zu gehen, Sachen mit neuen Augen anzuschauen oder im Supermarkt oder im Kaufhaus. Ja, ich finde das Ne? gut, ja. Und wenn,
Ne? Und wenn da dann so eine schöne, ja, Grapefruit liegt oder was auch immer. ja, also, nicht. Genau, also so, genau, also ich finde so etwas ganz, und dass dann etwas Neues entsteht. Ja. So etwas Neues zu fühlen, etwas Neues, was man vorher noch nicht so hatte. Ja. Nichts gegen die Routinen, die man immer hat, die einem meistens immer erhalten bleiben. Genau. Ich meine, Solo-Sex oder Selbstliebe oder Masturbation, das hat ja auch nicht nur damit zu tun, jetzt sich genital zu befriedigen, sondern auch eine Grapefruit zu kaufen und die zu genießen. Ich weiß nicht, das kann auch... Genau, denn das ist tatsächlich eins meiner Favorites, nach der Masturbation einfach Obst zu essen, weil es besser schmeckt, man ist offener. Hm. Man ist irgendwie weicher und sensibler und das ist so... Genau, aber hast du noch irgendwas, was kein Toy ist und nichts Offizielles, was du rundum genießt? Ist es vielleicht nicht eine Hängematte im Wald oder... Ich wollte noch hinzufügen, jetzt wo du Gleitgel gesagt hast, auch eines meiner Top-Props. Liebe ich total. Mhm. Ich mag Texturen. Also, weiß ich nicht, ich bin faul, ich bin gerne im Bett. und ich mag es dann irgendwie auf schönen Decken zu liegen oder so. Oder mhm. Luft, also Luft auf meinem Körper als Prop. Seile. Also ich glaube, wenn manchmal noch so eine irgendwas Texturhaftes dazukommt, was irgendwie auf mir liegt oder nah an mir liegt, das finde ich zusätzlich sehr gut. Das klingt auch einfach und genau schnell zu machen und sehr angenehm. Mhm. Ja. Oder warmes Wasser, ich meine, Badewanne. Klassiker. Klassiker. Wenn man eine hat, ja, auf jeden Fall, definitiv. Nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen, ja. Genau. Ja, so irgendwie. Das sind die Dinge. Ja. Ja, vielen, vielen Dank. Du hängst oder ich hänge oder wir hängen. Ich habe dich gerade leider nicht gehört. Hörst du mich jetzt? Jetzt höre ich dich wieder. Okay, cool. Ja, danke fürs Vorbeischneien online. Danke dafür, dass du Zeit hattest. Sehr gerne. Ich freue mich auch darauf, dich vielleicht mal irgendwann, wenn du mal in der Gegend bist, auch mal wieder live zu sehen. Ich komme vorbei, ja. Ich bin jetzt auch inspiriert, neue Toys auszuprobieren. Also, wir sehen uns. Cool. Ja. Genau, wir haben natürlich im Reihe dieser Talks nicht nur Menschen eingeladen, die mit uns sprechen wollen, sondern wir haben auch ganz viele Gewinnspiele. Und die sexpositive Lustplattform Cheeks, davon verlosen wir eine 3-monatige Mitgliedschaft für 3 glückliche Follower. Um die zu gewinnen, müsst ihr uns einen Film nennen, in dem Jasko in einer Solo-Sex-Szene zu sehen ist. Genau, packt das in die Kommentare und dann habt ihr die Chance auf fantasievolle Filme, Audios und alles Mögliche und diese tolle neue Plattform. Und genau, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, kommt bei uns im Laden vorbei, checkt die Filme und macht's gut. Tschüss. Tschüss, Lisa, mach's gut. Ciao. Tschüss. Wie geht das aus? Jetzt.